Es ist ein Albtraum am Himmel. Zwei Paraglider stoßen zusammen und stürzen in Richtung Erde. Erschreckende Momente über der kolumbianischen Stadt Soacha. Mehrere Gleitschirmflieger sind an einem sonnigen Tag am Himmel zu sehen. Eine Frau segelt entspannt mit ihrem Paraglider, genießt die einmalige Stimmung. Doch dann rast ein anderer Flieger auf sie zu. Innerhalb weniger Augenblicke verheddern sich die beiden und stürzen. Dem zweiten Gleitschirmflieger gelingt es, seinen weißen Notfallschirm zu öffnen. Aber die Frau ist völlig überrumpelt, gerät in Panik. Sie bekommt den Notfallschirm einfach nicht auf. Nach mehreren Versuchen wird sie immer hektischer. Jeden Augenblick werden sie auf der Erde aufschlagen. Dann kann auch sie ihren Notfallschirm befreien, doch der flattert nur wild durch die Luft. Eine scheinbar aussichtslose Situation. Beide Flieger drehen sich unaufhaltsam in der Luft. Es wird immer brenzlicher. Dann schließlich die unsanfte Landung auf einem Feld. Wie durch ein Wunder bleiben beide Piloten bei dem Unfall unverletzt. Doch der Schreck wird den beiden noch lange in den Knochen stecken.